Moin moin Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen zum ärgsten Part vom Fußballmanager 14, dem ersten richtigen Let's Play von mir auf diesem Kanal. Um einfach auch mal wieder ein bisschen Fußball hier in das Ganze reinzukriegen. In letzter Zeit kam viel Shooter und Far Cry und das Ganze und ich dachte mir so, komm Freunde, ich hau jetzt mal einen raus, mach jetzt mal Fußballmanager 14. Wir fangen direkt an, indem wir ein neues Spiel starten. Und zwar machen wir den Standardmodus, ganz klare Sache. Ich bin natürlich mit Entlassung, zack, zack, mit Mitarbeitern, Gesamtstärke, klar, alles da. Tipps brauchen wir nicht eingeblendet sehen, Gehalt ist jährlich. Wir nehmen die EA Standarddatenbank. Keine Transfers im ersten Transferfenster, lassen wir raus. Verringert lassen wir auch raus. Uneingeschränkt machen wir mit zukünftig, machen wir auch. Freie Konfiguration. So, was wollen wir denn so alles drin haben an Ligen? Also die belgische ist ja mal noch ganz interessant. Brasilien, ja, auf jeden Fall mit rein. Deutschland, ganz klar. Wollen wir bei Deutschland auch noch die Oberliga mit reinnehmen? Wollen wir bis zur Oberliga runter? Machen wir. In England machen wir natürlich auch noch die zweite mit. Dann Frankreich, ganz klar, da reicht aber auch die erste. Italien reicht auch die erste. Den Rest brauchen wir hier nicht. In den Niederlanden reicht auch die erste. Österreich auch. Schweiz auch. Ich denke mal hier den Rest. Den brauchen wir nicht. Die portugiesische Liga können wir nochmal mit reinnehmen. Ist vielleicht ganz interessant. Ja, die amerikanische natürlich muss mit rein. So. Die Auswahl überschreitet die Kapazität ihres Computers. Huch, warum das denn? Ist ja nicht so, dass ich eine 3 Terabyte Festplatte drin habe. Dann machen wir mal nur Regionalliga, dann geht das. Der Rechner wird hier am Limit arbeiten. Na komm. Dann machen wir Regionalliga, aber dann machen wir noch raus. Die belgische Liga machen wir raus. Und die... Ja, eigentlich würde ich gerne alles so drin lassen. Im Rest... Dann machen wir in England nur die Barclay. Gut. Da soll der Rechner aber ruhig am Limit arbeiten. Ich weiß noch nicht genau, inwiefern die das meinen. Wie gesagt, ich habe einen neuen Rechner hier stehen. Das sollte alles hinhauen. Ja, und ich weiß auch schon ganz genau, mit welchem wir hier spielen werden. Also wir haben hier, ich habe mir schon mal einen neuen Manager erstellt. Und zwar, der Tobias hat's drauf. Ein Schelm, weil jetzt Böses denkt, den nehmen wir mal. Und wir gehen natürlich in die deutsche Liga. Und, ach guck mal, deshalb wird er an, guck mal hier, das sind natürlich 5 Regionalligen, die er jetzt mit simuliert. Okay, ja, ist natürlich nochmal ein bisschen in der Stange dann. Also, wir bleiben in der ersten Liga und ich dachte mir, komm, entweder nimmst du einen richtig Proper aus der zweiten Liga oder du nimmst dir einen, wo es denn in der ersten Liga darum geht, die Klasse zu halten. Und wer kann das besser sein als der SC Freiburg? Mit dem werden wir uns jetzt hoffentlich viele, viele Jahre hier durchs Let's Play schlagen. Wir lassen mal die 2 Jahre Vertragsdauer und wir nehmen erstmal keine Nationalmannschaft. Das sollen wir uns schon angeboten bekommen. Und da seht ihr schon 3 unserer Hoffnungsträger. Und es geht mal direkt los mit der Auslosung für den DFB-Pokal. Ist natürlich eine wichtige Einnahmequelle sowas. Und da das jetzt hier viel zu lange dauert mit 64 Mannschaften, spulen wir mal schnell vor und gucken, wo wir spielen. Hoffentlich heim. Wir spielen natürlich auswärts. Gegen die Stuttgarter Kickers müssten das sein. Ja, genau, Kickers Stuttgart. Den müssten wir eigentlich, die sind Drittligist, habe ich gerade gesehen, die müssten wir eigentlich hinkriegen. Sollte man schaffen. Ist zwar leider auswärts, aber machst du nichts. Übersicht Ligasystem. Erste, zweite, Drittliga ist klar und dann kommen die Regionalligen. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt, können wir da auch reinklicken? Ja, können wir auch. Hier dritte Liga und hier sind sie. Kickers von Stuttgart. Okay. Okay, Regionalliga Nord, da ist auch unsere Regionalliga, da ist natürlich die HSV-Zweite mit drin, Norderstedt,
die man so kennt. Und hier müsste, genau, unsere zweite dabei sein. In der Regionalliga Südwest. Da versuchen wir natürlich, die zweite so gut aufzubauen, dass wir die in der dritten Liga haben. Das ist natürlich Pflicht, sozusagen. So, was haben wir denn hier für Ziele? Wir haben hier unteres Mittelfeld, ist Ligaziel. Die dritte Runde im nationalen Pokal. Genau, wir sind ja auch noch im internationalen Geschäft. Das habe ich ganz vergessen. Freunde, das hatte ich ja ganz vergessen. Und da sollen wir das Achtelfinale erreichen. Das wird nichts, das sage ich euch jetzt schon, Freunde. Aber da hier sonst Halligalli ist bei den Fans und beim Sponsor und sich die das Geld geht nur 700.000 runter. Und wenn man jetzt mal guckt, die Sponsoren sind besorgt, sind sie sowieso schon. Und die Fans sind, ja gut, die Fans gehen natürlich auch nicht einem mit, ne? Die erstmal wieder hochzukriegen, das kann auch ein Teufelskreis werden. Wir lassen mal Achtelfinale, auch weil ich nicht glaube, dass das was wird. Was haben wir hier? Infrastruktur, 5 Millionen, die brauchen wir auch, da wir erstmal ein bisschen noch was reinpumpen müssen. Transfers, wir haben natürlich auch hier nicht unbedingt viel Geld zur Verfügung, ne? Das ist natürlich auch schon, naja. Naja, gut. Was willst du machen? So, es geht los. Wir kriegen direkt so einen schönen Bildschirm hier. Wir haben uns für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. So, und ich muss erst einmal ganz kurz in die... da wollte ich nicht rein. Da wollte ich nicht rein. Ich wollte in die Soundoptionen. Was kommt jetzt? Ah, noch ein Bildschirm. Neue Herausforderung. Erster Tag. Boots, Digga. Jawohl. Wir haben hier natürlich erstmal die höchste Auflösung. Ich wollte aber eigentlich in die Soundoption, Freunde. 70-30, das stimmt alles, okay. Aber wir haben natürlich auch noch eine Tormusik vorbereitet. Und zwar für alle Spieler. Die habe ich hier schon schön vorbereitet, wie sich das gehört. Und die habe ich... Die habe ich auf dem Desktop gespeichert. Da, Tormusik FM, zack. Die haben wir drin. Hoffentlich spielt er das auch so ab, wie ich das möchte. Und dann gehen wir direkt mal rein. Willkommen. Ja, das sind die Hinweise, genau, das kenne ich schon alles. Jetzt zeigt er, sagt er uns nur nochmal, dass wir hier unten, was wir hier unten alles in der Leiste haben, dass wir das vom Überblick behalten sollten. So, die Saisonvorbereitung, die machen wir. Und da setzen wir uns jetzt auch mal direkt ran. Ich finde, wir sollten jetzt direkt mal so ins Trainingslager fahren. So, und zwar, was, also wir brauchen natürlich zum Anfang erstmal ein bisschen Fitness und Teamwork. Das ist natürlich wichtig. Darf es auch nicht so teuer sein. Aber es sollte schon ein bisschen was schöner sein. Was haben wir denn hier unten? Die Türkei, ja. Hier ist natürlich Fitness und Teamwork sehr gut. Dann machen wir das mal, aber wir machen nur 10 Tage, ist erstmal deutlich günstiger und das reicht auch völlig aus. Ist natürlich auch schon ein Schnabber der Woche hier, ne? Mit 100.000 ist nicht so ganz einfach. Aber wir wollen natürlich auch ein Freundschaftsspiel da machen. Und ihr seht schon, erste türkische Liga und wir sind trotzdem, ist es für uns ein leichter Gegner. Okay. So, dann machen wir einmal ein Freundschaftsspiel und vielleicht noch am Abreisetag 1, wenn einer zur Verfügung steht, jawohl. Gut, aber wir nehmen dann lieber Istanbul, weil Galatasaray ist jetzt nicht so unbedingt vielleicht der gute Gegner dafür. Aber da werden wir auch schon im Trainingslager direkt gut gefordert. Das kann auch schon gut ausgehen. Dann machen wir hier nochmal einen Probetraining-Tag. Ja, ja, die 30.000 sind mir das mal wert. Und nochmal ein Spielerfeuer, ja, damit ihr hier auch alle gut drauf sind, ne? Das ist ja wichtig. Hier haben wir auch schon das erste Spiel. Das heißt, wir machen hier mal einen Laktattest. Wo haben wir ihn? Da. Genau, das müsste man auch mal mitmachen. Tag der Jugend. Das ist natürlich auch Geld, was wir jetzt hier verlieren oder sonstiges, ne? Aber dafür ist es ja da. Ne? Dafür sind die sonstigen ja da, um das zu tun. So, einen Sponsorentag müssen wir machen, sonst werden die Sponsoren richtig garstig. Und dann machen wir noch die Saisoneröffnung. Wir sind jetzt am 1. Ja? Das heißt, wir machen die Saisoneröffnung hier am Sonntag.
PK-Pressesaisoneröffnung. Weil wenn wir die nicht machen, gibt es auch wieder Minus bei den Fans. Und da ist der Dreck hier. So, was haben wir noch? Fanclub-Treffen. Machen wir... Was haben wir hier überhaupt drin? Tag der Jugend. Machen wir auch nochmal Fanclub-Treffen. Die freuen sich, die Jungs. Und was haben wir noch? Freundschaftsspiel, Turnier, Essen gehen, bababam. Haben wir noch irgendwas in der Woche? Autogrammstunde, Gala, Spielerfeier, nö. Mehr brauchen wir erstmal nicht.